Sag mal, Willi wären 20 Minuten oben bei den Profis sicher extrem sinnvoll, wenn die irgendwann wieder gehen würden, eine halbe Stunde vom ersten Halbzeit und so weiter. Und bei den Amateuren auf so einer zentralen Position nach so langer Zeit könnte ich mir vorstellen, dass viele Mannschaften dann auch ein bisschen ja, gallig sind, dass da jetzt ein Ilkay Gündogan mitspielt und da mit überharten Zweikämpfen zu Werke gehen würden. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir dem aussetzen. Aber hängt nur mit der langen Ausfallzeit zusammen. Ansonsten wäre er jederzeit robust genug, um das locker auch wegzustecken. Aber da mache ich mir dann abschließend Gedanken darüber, wenn er wieder ins Mannschaftsring eingestiegen ist, was eigentlich für Sonntag geplant ist. Und dann ist er auch wieder einen großen Schritt weiter, weil der Körper dann Belastungen weggesteckt hat. Und fußballerisch, und das, weil ja viele von euch das nicht sehen können, wenn wir da draußen trainieren, aber alle, die es gesehen haben, haben es mitbekommen, fußballerisch ist alles noch da. Das sieht alles gut aus und würde uns dann auch helfen, wenn er dann wieder kann. Klar. Er ist in einem guten Zustand. Aber ich bin froh, dass er nur eine leichte Verhärtung sich zugezogen hat in so einer Trainingseinheit und eben, dass das nicht mehr ist. Weil das ist einfach völlig normal. Du bist die ganze Zeit, alles ist gut und der Junge will auch. Und das ist ja der gravierende Unterschied zu davor. Er wollte davor nicht, weil er aber nicht konnte. Jetzt kann er und jetzt will er und jetzt müssen wir im Moment noch abpassen, wo das dann auch wieder Sinn macht. Und im Moment läuft er nur. So, also er hat immer noch ein bisschen Probleme im Muskel, aber das ist kein Drama. Aber ohne Geduld wären wir da nicht glücklich. Also das ist ganz bestimmt so. Aber der Tag rückt näher, an dem ich verkünden kann, Ilkay Gündogan spielt. Und es gab ja den Gedanken irgendwann mal, Ilkay kann vielleicht nie mehr und weiß nicht, was alles geredet wurde in der ganzen Zeit. Alles in die Tonne werfen, Ilkay kommt wieder hundertprozentig, aber dauert noch einen Augenblick.